Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode SimCity und heute werden wir eine neue Region eröffnen. So, schauen wir mal, was wir so alles zur Verfügung haben. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass wir mehrere Regionen haben, wo wir, das sieht nice aus. Ich würde gerne wissen, wie viele Regionen da sind. Oder ist das alles eine Region? Moment mal. Achso, Städte. Oh, Städte 10, Großprojekte 2. Easy, das nehme ich. Granitsee. So, Baukasten, Freilauf, es sind alle Gebäude in einem Rindsein Schieß verfügbar. Es gibt keine willkürlichen Katastrophen, bla bla bla. Ne, das will ich nicht. Oh, das sieht doch mal genial aus. Das sieht echt gut aus. Das können wir echt super nutzen. So, die wichtigste Frage ist erstmal, was für eine Stadt brauchen wir erst einmal? Die Frage ist... Was ist das hier? Wind. Okay, wir sollten eine Stadt nehmen, wo relativ wenig Wind ist. Da können wir nämlich schon Industrie und so hinbauen. Also so eine Mischungsstadt. Das wäre zum Beispiel so eine richtige Chemiestadt. Wo erstmal so alle möglichen Leute hingehen können. Okay. Das heißt, da wird unsere, sage ich jetzt mal, normale Stadt erstmal zum Aufbau hin. Ich werde halt gucken, dass ich sehr viel mit anderen Städten interagiere, da sehr viel mache. Und so dürften wir das eigentlich ziemlich easy hinbekommen. Also wir werden jetzt ein richtig gutes Ökosystem, nicht Ökosystem, sondern Ökologiesystem. Oder ökonomisches? Ökonomisches, ja. Ökonomisches System bauen. Aber vorerst müssen wir erstmal für Grunddinge sorgen. Und dazu zählt eben beispielsweise auch mal hier so eine Stadt zu bauen. So, wir werden zuerst eine Hauptstraße mit sehr hoher Dichte bauen. Da würde ich spontan sagen, machen wir hier so eine Abbiegung. Wie bauen wir die Stadt auf? Gucken wir mal, wo überhaupt ordentlich Wasser zur Verfügung steht. Dann können wir zum Beispiel sagen... Und vor allen Dingen, ich muss wissen, wie der Wind abgeht. Ich will nur wissen, wie der Wind geht, Boys. Okay, dann eben nicht. Dann muss ich das nachher machen. So. Vorerst schalten wir das aber mal wieder aus. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Ja, muss ich einfach hier mal erstmal eine einfache Straße bauen. So. Haben wir schon mal ordentlich Geld investiert in den Shit. Ist hier Bürgermeister in Spendierlaune? Ja, weil... Okay, wir brauchen eine Verbindung zur Region. Die müssten wir jetzt eigentlich haben. So. Jetzt haben wir eine Verbindung zur Stadt. Das heißt, wir nehmen einen Kredit auf. So. Dann haben wir nämlich erstmal wieder ein bisschen Geld. Ja, wir nehmen sehr viele Kredite auf. So, annehmen. So. Dann schauen wir mal. Wasser wollten wir ja hier hinbauen. Das heißt, ich werde ungefähr hier so eine Strecke lang bauen. Ich würde gerne immer noch wissen, wo der Wind hinweht. Der Wind weht in die Richtung. Das heißt, wir machen hier unser Industriegebiet. Genau hier hin. Machen hier so einen Bogen hin und hier machen wir dann das Wasser hin. So, andere wichtige Frage ist direkt, wo finden wir Öl? Gibt's hier Öl? Ja, gibt es. Und zwar genau hier. Das heißt, wir können hier eigentlich so eine Ölföderation machen. Da müssen wir dann später erst nochmal gucken. So, dann bauen wir nämlich hier so eine Kurve lang. Warte, ich mache zuerst die einzelnen Strecken. Das soll ja möglichst gerade sein. Genau so zum Beispiel. Sehr gut. Dann ist hier nämlich sowas wie eine kleine Autobahn. Gut, die echte Autobahn beginnt hier.
Aber zu der Hauptstraße, dann funktioniert das ziemlich gut. So, was ist das? Hauptstraße mit mittlerer Dichte, Hauptstraße mit hoher Dichte. Okay. Erstmal sowas bauen, was relativ einfach ist. Ich will direkt ziemlich groß bauen. Das hier kommt dann sowas hin. So, direkt hier dran. Hier. Sehr gut. Dann könnten wir hier zum Beispiel die ersten Regionen hinbauen. Wichtig ist halt, was ich gelernt habe, ist, dass man auch so sehr viel Platz lassen muss, eben in solchen Regionen, dass das alles wunderbar funktioniert. So. Hier lassen wir zum Beispiel eben noch mehr Platz. Und was ich sehr gerne habe, sind Kurven. Weil die machen schon mal sehr gerne ein bisschen Design aus. Zum Beispiel in solchen Teilen. Was ich mich frage ist, kann ich? Ne, kann ich nicht, ne? Dann müsste ich dann schon so etwas bauen. So. Gut, dann machen wir jetzt erstmal ein paar Wohnregionen hier hin. Dann können die dann nämlich schon mal bauen. So. Was ein Wasser wollten wir ja hier oben hinbauen. Können wir erstmal für den Anfang hier hin. Und Strom brauchen wir dann auch. Da werden wir einfach ein Windkraftwerk nehmen. Auch wenn das nicht so krass sein wird. Aber hier wird halt überall noch Industrie hingebaut dann. Wir können ja schon mal hier anfangen, so ein bisschen Industrie zu bauen. Beziehungsweise eigentlich müssen wir mit Gewerbegebiet anfangen. Damit das einigermaßen funktioniert. So, erstmal bitte die Wasserkarte wieder weg. Dankeschön. Und dann wird er schon angefangen zu bauen. Straße hätte ich gern gerade. Ne, das wollte ich nicht. Direkt abreißen. Ist das schief? Nein, gut. Wir keine schiefe Stadt haben. So, Strom haben wir noch nicht, das ist mir klar. So. Und hier noch. Dann haben wir da nämlich ziemlich gut Platz. Und dann brauchen wir Strom. Kraftwerk. Nee. Sonnenkraftwerk. Okay, da haben wir zu wenig Geld für. Das heißt, wir müssen hier mal gucken, dass wir da so mal was anbringen. Machen wir das mal. Was haben wir auch eh genug, ne? Ja, die müssen erstmal Leute einstellen. Die bauen ja gerade noch ein bisschen. So, Gemeindehaus, nice. Bauen wir das schon mal. Das kommt ja dann so mitten in die Stadt. Das heißt, wir werden hier sowas dann hinbauen. Was wollen die denn noch? Industrie, ne? Vergabe an den Stadtnamens. Wir lassen die Stadtnamen einfach mal so, wie sie sind. So. Weil ich mir nicht die ganze Zeit den Kopf zerbrechen möchte, wie ich denn meine Stadt nennen werde. Achso, da brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Geld für. Ah, die sollten ja mit der Zeit da was herstellen können. Spielhalle möchte ich erstmal nicht bauen. Strom haben sie genug, ne?
Genau, das läuft noch. Wasser ist auch okay. Das ist schön. Und langsam müssen wir mal gucken wegen Industrie. Kann ich eigentlich so hinbauen, ne? Ja, das dürfte passen. Brauchen wir nur ein bisschen Geld erstmal. So, da wird schon gebaut. Oh ja. Wenigstens weht der Wind in die Richtung. Das ist schön. So, Polizei brauchen wir erstmal nicht. Obwohl, wir können uns ja den Auftrag geben. Vielleicht kriegen wir dadurch Geld. Ich hasse sowas. Kann man sowas nicht irgendwie ausschalten? Ah, es fehlt noch ein bisschen Geld. Wir müssen eine Stunde warten. Genau jetzt passt es. Machen wir hier. Müssen wir eben auch kurz warten. Wie würde das denn jetzt aussehen? Der Bogen. Ah, es sollte circa bis dahin gehen. Das heißt, wir lassen mal eben nochmal... Ja. Bisschen soll die Strecke gehen. Dann ist die Kurve eigentlich ganz okay. Komm, noch eine Stunde mal vergehen lassen. Das wäre genau jetzt. So. Oh, die scheinen ja schon ordentlich zu bauen. Gut. Dann machen wir da schon mal Plus. So, hier bauen wir dann dahin. Dann bis hier, komm schon. Dankeschön. Und wie lang ist diese Strecke jetzt? Die würde ich gerne auf diese Stelle übertragen. Dann eben nicht. So ungefähr. Passt. Ich glaube, ein Stück kann ich abreißen. Symmetrie ist wichtig, Boys. Ich kann nichts bauen, wenn etwas nicht symmetrisch ist. So, so passt das. Obwohl das ein bisschen länger ist, aber das ist ja eigentlich egal. So. Wir brauchen ein Krankenhaus. Okay, müssen wir eben... Kohlebergwerk brauche ich nicht. Wir brauchen erstmal nur ein Krankenhaus. Müssen wir ein bisschen sparen drauf. Sparen als Bürgermeister. Ihr Git. So. Können wir meinetwegen auch hier Gebäude bauen lassen. Wichtig ist halt, dass wir auf jeden Fall Platz haben, dass später die Gebäude noch riesig werden können. Das habe ich ja gemerkt, dass das nur vom Vorteil sein kann. Und Abwasser müssen wir auch mal machen. Ah, hier zum Beispiel mal so ein Abwasser-Endrohr. Jawohl, da fließt die Kacke. Das kann ich hier auch bauen lassen. Hier ja schon mal auch.
Und hier auch. Hier auch. So, da auch. Sehr gut. Gewerbe ist auch noch eine Nachfrage. Okay, dann kann ich ja auch nochmal ein Gewerbegebiet hier hinten hinbauen. Hier oben nochmal so. Dürfte passen. Oh. Grund zu viele Opfer. Ihr seid alles Opfer. Okay. Krankenhaus bauen wir hier hin. Dann haben wir nämlich schnell die Möglichkeit, rüber zu fahren. Im Industriegebiet, das ist ja wichtig. Und wir kommen sehr schnell auf die Hauptstraße. Müssen wir eben nur warten, bis wir wieder ein bisschen mehr Money haben. Da! Ah, nur 319. Nur 319 fehlt uns noch. Und bauen. Sehr gut. Und das Schild darf nicht fehlen. Ich habe keine Ahnung, was das Schild bringt, aber es sieht gut aus. So. Kostet so ein extra Krankenwagenplatz. Oh Gott, viel zu viel. Hier kann so ein extra Patientenzimmer. Ich will das Haus nicht abreißen. Lassen wir erstmal so. Die Leute können ja auch selbst dahin kommen. Oh ja, die kommen. Oh. Hauptsache, das Krankenhaus ist direkt voll. Was haben wir hier? So, können wir direkt upgraden. So. Was können wir jetzt machen? Finanzabteilung, Bildungsabteilung. Achso, ja, den ganzen Shit. Das machen wir noch in Zukunft. Wir müssen gucken, auf was wir unsere Stadt spezialisieren. Wir können uns auch auf Tourismus spezialisieren. Aber das soll erstmal unsere Grundstadt sein. Wenn wir zum Beispiel dann wenig Arbeit haben, dann können die Leute ja anfangen, in andere Städte zu ziehen. Mal so Sachen wie so einen Sportplatz mal platzieren. Ein Fußballplatz. Hier so mitten in die Gegend. Das sollte die Situation ja definitiv verbessern. Also ein Baseballplatz auch mal. Oh, es sieht gut aus. Es sieht definitiv gut aus. So, Feuerwehr brauchen wir auch. Müssen wir eben ein bisschen warten. Oh ja, da brennt es. Ja, mir ist auch keine Feuerwehr, die erstmal helfen kann. Ja, ich weiß, Feuerwehr. Stellen Sie eine Feuerwehrwache auf. Ja, mache ich noch. Keine Sorge. Noch ist ja alles chillig. Ist das mittlerweile... Feuerwehr machen wir dann auch hier hin, dass wir die auf jeden Fall erweitern können, falls wir müssen. Achso, die sagen sich, oh, hier in der Nähe ist eine Feuerwehrwache, das verbessert unsere Situation. Okay. Okay. So, hier können wir noch. Und das Schild darf nicht fehlen. Die Flagge natürlich.
Obwohl, das ist wichtiger. Ne. Das ist wichtig, Boys. Tourismusabteilung, ja, wir könnten mal so eine Tourismusabteilung bauen, ne? Das habe ich auch noch nie ausprobiert. So. Hier soll ja dann die Straße lang gehen. Oh. Hm. So. Achso, das Krankenzimmer sollten wir mal updaten, ne? Ja. Wie viel kostet das denn? Jetzt kommt's. 12.000. Fackler. Richtige Wucherpreise. Könntest du dich irgendwie aus Pappmaché bauen oder so? Dann ist das günstiger. Aber wir können ja jetzt gleich bauen. Es war genau jetzt. So. What the fuck? Wie viele kranke Leute haben wir? Unglaublich. Aber sieht man richtig den Verkehr. Wie er am Leiden ist. Über diese Straße. Aber es werden ja auch Verbindungen noch hier so hergestellt. Keine Sorge. Dass sie so eine Ausweichstraße haben. Was brauchen wir als nächstes? Gewerbe brauchen wir mehr. Okay, dann werde ich mich darum auf jeden Fall als nächstes kümmern. So. Wir brauchen mehr Geld. Die Frage ist, wenn ich das ausbauen will, wie viel Platz brauche ich da? Der Platz dann genügt? Ah, wird schon. Also. Ja, das ist das wegen dem Brand. So. Na, komm schon. Dann machen wir hier nämlich mal so ein Parkgedöns hin. Ich würde gern irgendwas, was auch den ganzen Platz wegnimmt. Wenn es sein muss. Erst mit mal so einem Stadion oder so eine Spielhalle. Frage ist, verbessert das irgendwas? Glücksspiel? Ah. Stündliche Einnahmen pro Spieler der mittleren... Okay, da kriegen wir sogar Einnahmen mit. Achso, mal Dings bauen, ne? Wo kriegen wir das? Wo haben wir das nochmal gehabt? War das nicht bei Spezialisierung sogar? Kultur? Andacht. Kultstätte, Kirche. Machen wir das doch mal dahin. Ah. Illuminati confirmed, Leute. Und daneben mal was Schönes hinbauen. Sowas zum Beispiel. Das sieht doch knorke aus. So, oh, da kommt jetzt was Gewerbe hin.
So. Hier wollte ich auf jeden Fall noch eine Verbindung machen. Dass das da super funktioniert. Straßen, so eine Bahnhaltestelle. Das können wir machen, meinetwegen hier oben. Wir müssen dann eben hier sowas dann verbinden. Wäre schon cool. Haben wir denn hier Züge? Verkehrsabteilung brauchen wir und dann würden wir gerne Tourismusabteilung bauen. Können wir denn jetzt schon eine Abteilung bauen? Ah, Sekunde. Tatsache, die Frage ist, oder wir bauen eine Bildungsabteilung zuerst. Obwohl so eine Tourismusabteilung wäre schon praktisch mal zu bauen. Wie viel kostet denn sowas? 15.000, geht sogar. Cool. Aber ich würde sagen, das war es erstmal mit der Episode. Wie gesagt, werde ich jetzt erstmal mich ein bisschen darum kümmern, dass hier was aufgebaut wird. Wir können ja mal hier wieder für ein bisschen mehr Platz eigentlich sorgen, ne? Ich meine, wir wollen ja immer, dass sie genügend Platz haben. Oh, ich muss unbedingt gucken, dass ich immer die Grasestraße baue. Nicht, dass da irgendwas schief geht noch irgendwann. So. Passt das? So. What? Nee, einfach so. Genau. Aber bevor ich jetzt noch 10 Jahre weiterspiele, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage tschö, bis dann und man sieht sich.